Mai Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Österreich und die Europäische Union haben momentan extrem viel Erklärungsbedarf und es gibt heftige Diskussionen. Der Krieg in der Ukraine ist jetzt beinahe ein Jahr alt. In Wien wird darüber gestritten, ob russische Abgeordnete an der OSZE-Tagung teilnehmen sollen. Deutschland und Amerika liefern nun Panzer an die Ukraine. Möglicherweise bringt das die Wende im Ukraine-Krieg, und aus Wien wurden 4 Spione rausgeworfen, russische Spione. All das möchte ich heute mit Werner Fasselabend diskutieren, ein Jurist und Politiker. Er war österreichischer Verteidigungsminister, Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat, 3. Nationalratspräsident, ein ÖVP-Mann. Herr Fasselabend, Sie waren österreichischer Verteidigungsminister und demnächst jährt sich der Ukraine-Krieg. Am 24. Februar 2022 hat ja Putin den Überfall auf die Ukraine befohlen. Wie sehen Sie momentan den Stand des Krieges und vor allem, wie geht's weiter? Ja, ganz aktuell muss man sagen, ist so etwas wie eine gewisse Winterruhe eingetreten, einfach deshalb, weil zurzeit die Bodenverhältnisse nicht dafür geeignet sind, größere Vorstöße weder von der einen noch von der anderen Seite zu ermöglichen. Das heißt, es bereitet sich jetzt alles vor auf eine Frühjahrsoffensive, sowohl offensichtlich die Russen, die aufgestockt haben, und auf der anderen Seite auch die Ukrainer. Insgesamt muss man sagen, hat der bisherige Kriegsverlauf eigentlich Überraschungen gebracht. Die erste Überraschung war, dass es Russland nicht gelungen ist, in relativ kurzer Zeit seine Kriegsziele zu erreichen, nämlich die Besetzung eines Großteils der Ukraine, sondern ganz im Gegenteil, dass es der Ukraine gelungen ist, nicht nur die Hauptstadt Kiew, sondern auch die zweitgrößte Stadt Charkiw, aber auch alle die Gebiete westlich des Dnieper-Flusses, nämlich Cherson, zurückzuerobern und die russischen Truppen von dort zu verdrängen. Das ist die Ausgangssituation für das Frühjahr. Ja, aber es heißt, es könnte im blutigen Frühjahr eine neue Offensive der Russen geben. Glauben Sie, dass Putin noch einmal das Momentum in diesen Krieg drehen kann und noch einmal den Versuch starten wird, doch auch Kiew zu erobern? Es sieht nicht danach aus, und nach Einschätzung aller internationalen Experten, egal auf europäischer oder amerikanischer Ebene, ist kaum daran zu denken, dass die Russen eine derartige Initiative noch einmal starten können. Was möglich ist, sind sicherlich im lokalen, regionalen Bereich Gebietsgewinne. Das versuchen sie derzeit sehr stark in der Ostukraine, nämlich in den sogenannten Oblasts von Donetsk und Luhansk. In Ihrer Zeit als Verteidigungsminister hat Österreich Panzer angekauft, konkret Leopard. Also um diese Leopard-Panzer ist ja in den vergangenen Wochen extrem viel gestritten worden. Deutschland liefert jetzt 14 Stück. Ich glaube, Sie haben 200 für Österreich damals beschafft. Punkt 1. Können diese Panzer überhaupt eine Wende herbeiführen? Die Panzer sind ein ganz wichtiges Kriegsgerät, aber sie sind kein Wundermittel. Das heißt, den Krieg damit kann man nicht gewinnen, sondern man kann etwa im regionalen Bereich Vorstöße damit durchsetzen, beziehungsweise auf der anderen Seite den Durchbruch der anderen Seite dadurch verhindern. Und dazu ist der Leopard zweifellos in überragender Art und Weise geeignet. Er gilt als der beste Panzer der Welt. Er ist stärker, schneller und hat eine höhere Reichweite
als die russischen Panzer. Und insofern ist diese Lieferung sicherlich eine ganz, ganz wichtige für die Ukraine. Gestern war ja Jahrestag der Schlacht um Stalingrad. Putin hat das genützt. Stalingrad heißt ja heute Wolgograd. Und in Stalingrad war die blutigste Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Putin hat gestern eben gemeint, 80 Jahre danach rollen wieder russische Panzer, 80 Jahre danach rollen wieder deutsche Panzer gegen russische Truppen. Wie sehen Sie diese Wortmeldung von Putin? Ja, ich glaube, er versucht jetzt auch auf PR-Gebiet sozusagen seine Sache zu vertreten und einfach die Bevölkerung seines Landes hinter sich zu scharen. Aber zweifelsohne ist es das gute Recht jedes Landes, sich zu verteidigen. Und es ist sicherlich auch notwendig, dass man in einer derartigen Situation insbesondere dem kleineren, dem schwächeren Land die Möglichkeit bietet, sich selbst zu verteidigen. Und dazu dienen diese Panzerlieferungen. Man muss dazu sagen, sowohl Deutschland als auch Amerika haben das ja mit sehr großer Zurückhaltung gemacht, so dass man eigentlich von Zögern sprechen muss. Das ist keine Offensive des Westens, sondern ganz im Gegenteil, das ist die berechtigte Antwort und eine berechtigte Antwort, um eben diese Selbstverteidigung zu ermöglichen. Also Sie sehen nicht Europa im Krieg mit Russland? Nein, da hat die deutsche Außenministerin sicherlich ein Wort gewählt in den letzten Tagen, das verfehlt war. Europa ist nicht im Krieg, aber es unterstützt, es ist solidarisch mit der Ukraine und es unterstützt die Ukraine mit Waffenlieferungen. Das ist richtig. Sie gehören zu jenen Optimisten, die davon ausgehen, dass der Krieg demnächst zu Ende gehen könnte, vielleicht mit einem Waffenstillstand. Wie kommen Sie überhaupt zu der Annahme, dass dieser Krieg jetzt schon in der Endphase sei? Ich gehe davon aus, dass grundsätzlich die Konstellation bereits eine solche ist, dass es durchaus auch eine positive Überraschung im Sinne eines kürzeren Krieges geben könnte, als er ursprünglich erwartet wurde. Natürlich weiß das niemand. Der Krieg kann bis zu den nächsten russischen Wahlen dauern, bis zu den nächsten amerikanischen Wahlen. Das ist durchaus möglich. Vieles in allerletzter Zeit deutet eher in diese Richtung. Allerdings muss man dazu sagen, es haben beide Parteien zurzeit eine Position inne, die es grundsätzlich auch ermöglichen würde, dass es in einer rascheren Abfolge zu einem Ende dieses Krieges kommt. Der ukrainische Präsident Zelensky will, dass alle russischen Truppen sein Staatsgebiet verlassen. Putin hat nie klar definiert, was ein Kriegsziel überhaupt ist. Wie würden Sie überhaupt eine Friedenslösung skizzieren wollen? Sie haben ja gemeint, eine Rückkehr zu den Grenzen vor dem 24. Februar, also vor Beginn der Invasion, wäre ein realistisches Ziel. Ich glaube, man muss hier unterscheiden sozusagen zwischen dem berechtigten Anliegen der Ukraine. Selbstverständlich muss man die Ukraine bei ihrem Bemühen unterstützen, alle russischen Truppen aus dem Staatsgebiet der Ukraine zu entfernen. Man muss aber auf der anderen Seite auch so weit Realist sein, um zu beurteilen, dass es wahrscheinlich nur unter allergrößten Aufwand und unter allergrößten auch menschlichen Verlusten möglich sein wird, Städte und Teile der Bezirke von Donetsk und Oblast, die bereits 2014 mehr oder weniger in russischer Hand sind, wiederzugewinnen. Insofern ist das Ziel ein sehr idealistisches und ein sehr weitreichendes. Auch die Rückeroberung der Krim wird zweifellos eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit sein. Und insofern ergibt sich die Frage, wann wird auch auf dem Kampffeld der Punkt erreicht, wo die Verluste und der Schaden, der entsteht, größer ist als das, was durch das Kriegsziel erreicht werden kann. Sie haben immer gesagt, Europa braucht einen Ring der Abschreckung gegenüber Putin. Denn mit der Ukraine sind ja die imperialistischen Lüste des Kreml-Chefs ja nicht befriedigt, sagen Sie. Wie könnte so ein Ring überhaupt ausschauen und was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, das, was ich gerade
geostrategisch in Europa abspielt, deutet darauf hin, dass es in Zukunft einen sehr starken europäischen Verteidigungsring rund um Russland geben wird, westlich der russisch-weißrussischen Grenze, bestehend aus den Staaten Schweden, Finnland, Polen und der Ukraine. Alle vier Staaten verfügen über ausgezeichnete militärische Fähigkeiten und zusammen sind sie sicherlich in der Lage, eine russische Invasion sozusagen in westeuropäisches Gebiet oder in EU- und NATO-Gebiet zu vermeiden. Bisher ist sehr viel über den Krieg in der Ukraine geredet worden. 100.000 russische Soldaten seien tot, an die 80.000 Ukrainer, ebenso Millionen Vertriebene, Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Städte sind zerstört. Das ist die militärische Seite. Auch über die Panzer wurde ewig lang diskutiert. Mir scheint, dass es für Initiativen, die in Richtung Waffenstillstand möglicher Frieden gehen könnte, da ein wenig zu kurz gedacht wird. Wir hätten in Wien eine Organisation, die heißt OSZE, die für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zuständig ist. 57 Staaten sind da drinnen. Was sagen Sie? Kann man überhaupt irgendein Friedensgespräch führen? Zurzeit ist die Situation sicherlich noch nicht reif. Das heißt, solange nicht wesentliche Ziele von beiden Seiten oder zumindest von der ukrainischen Seite erreicht sind, ist nach meiner Ansicht nicht daran zu denken. Etwa die Rückeroberung des Nuklearkraftwerkes Saporischschja, das 40% der ukrainischen Energielieferungen, also der Stromlieferungen erzeugt. Selbstverständlich ist das lebenswichtig für den Staat Ukraine und daher muss die Ukraine auch alles daran setzen, hier weitere Erfolge zu erzielen. Vorher glaube ich nicht, dass es wirklich sinnvoll zu Gesprächen kommen kann, die zu einem positiven Ergebnis führen. Ja, aber ein Atomkraftwerk militärisch zurückzuerobern ist ja wahrscheinlich ein Unding, weil wie macht man das? Es geht nicht darum, sozusagen das Kraftwerk selbst zu erobern, sondern einfach die Region in einem weiten Umfeld so weit kontrollieren zu können, dass ein Verbleiben der russischen Truppen in Saporischschja keinen Sinn mehr macht. Das heißt, wenn es gelingt, hier einen militärischen Ring sozusagen um dieses Kraftwerk bzw. um die Region zu bilden, dann müssen die Russen abziehen, die ja auch absolut kein Recht haben und keine Möglichkeit hätten, das dann entsprechend zu versorgen. Ja, und trotzdem noch mal zurück zu möglichen Friedensgesprächen. Wie gesagt, die OSZE sitzt in Wien, hat am 23. und 24. eine Tagung hier in Österreich. Es wurde viel im Vorfeld gestritten, ob man zu dieser Tagung auch russische Abgeordnete einladen soll oder nicht. Alexander Schallenberg hat sich jetzt durchgesetzt und hat gegen den internationalen Protest, 20 Staaten haben ja dagegen protestiert, russische Abgeordnete nach Wien eingeladen. Sehen Sie diesen Schritt richtig oder wie bewerten Sie das? Ja, ich würde das persönlich de facto uneingeschränkt bestärken und befürworten. Warum? Weil es immer notwendig ist, eine Gesprächsbasis aufrechtzuerhalten. Und die OSZE ist eine Organisation, die ursprünglich ja von den Russen, damals von den Sowjets noch mehr oder weniger ins Leben gerufen wurde, sodass man auf diesem Gebiet durchaus auch alle Möglichkeiten ausschöpfen sollte. Man muss ja sogar davon ausgehen, dass auch bisher bereits zumindest indirekt bestimmte Gespräche oder Abstimmungen stattgefunden haben. Ansonsten wäre der Rückzug aus Cherson ohne Beschädigung der russischen Truppen und ohne weitere Kampfhandlungen nicht möglich gewesen. Da, muss man sagen, hat bisher ja eher die Türkei mit Erdogan eine Vermittlerrolle gespielt. Und ich glaube, es wäre durchaus richtig, wenn das in Wien stattfinden könnte. 2021 waren die Russen das letzte Mal bei einem OSZE-Gipfel dabei. Großbritannien und Polen, die vorhergehenden Einladerländer, haben es abgelehnt, dass die Russen da hinkommen. Österreich
lehnt sich da ein wenig aus dem Fenster und sagt, ja, wir wollen, dass die Russen kommen, um eben die Diskussionsbasis mit Moskau offen zu halten. Gleichzeitig lässt der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg aber vier russische Diplomaten rausschmeißen, weil sie angeblich Spione sind. Wie geht das zusammen? Ja, ich glaube, das geht sogar sehr gut zusammen, denn das eine ist sozusagen durchaus eine klare Haltung, was Spionage gegenüber betrifft oder auch was Unterstützung der Ukraine gegenüber betrifft. Auf der anderen Seite geht es darum, einfach einen Gesprächskanal grundsätzlich offen zu halten. Denn irgendwann wird auch dieser Krieg zu Ende sein und man muss zu einem Gespräch kommen. Und da kann es durchaus dienlich sein, wenn auf informeller Weise hier bereits erste Kontakte vorhanden sind und wenn man nicht alle Brücken, auch die menschlichen, abgebrochen hat. Gerd-René Polly, der ehemalige BVD-Chef und jetzige Buchautor, sagt, dass der russische Geheimdienst GRU in Österreich praktisch ein Heimspiel hat. Wien sei der Tummelplatz von tausenden russischen Spionen, aber nicht nur von Russen. Unter anderem tummeln sie sich im österreichischen Verteidigungsministerium. Sie waren Verteidigungsministerium. Was sagen Sie zu solchen Vorwürfen? Also grundsätzlich muss man dazu sagen, schon der Film und das Buch Der dritte Mann, noch zur Zeit des Kalten Krieges, hat ja darauf hingewiesen, dass Wien aufgrund seiner geografischen Lage, damals zwischen Ost und West, zweifellos ein bevorzugter Platz auch für Spione von beiden Seiten her war. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, ich sage das jetzt, dass es im Bundesheer in größerem Umfang Spione geben würde oder könnte, das würde ich absolut verneinen. Natürlich kann man das nie ausschließen und Einzelpersonen sind immer in irgendeiner Organisation auch zu finden. Allerdings kann ich nur dazu sagen, das österreichische Bundesheer hat da selbst auch Mechanismen und Organisationen innerhalb, die darauf achten, dass derartiges nicht vorkommt und wenn es einmal vorkommen sollte, dass man dann entsprechend darauf reagiert. Viel ist auch in den vergangenen Wochen darüber diskutiert worden, wie soll man mit der österreichischen Neutralität umgehen. Österreich ist auf der einen Seite militärisch neutral, wir sind bei keinem Bündnis. Politisch hat man manchmal den Eindruck, haben wir diese Neutralität sehr oft abgelegt. Wie sehen Sie das? Die einen meinen, Österreich hat überhaupt keinen Kanal mehr in Richtung Moskau. Und die anderen, die FPÖ zum Beispiel, kritisiert massiv, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen jetzt in Kiew gewesen sei. Wie sehen Sie das? Ich glaube, da gibt es auf der einen Seite die Unterscheidung eben zwischen militärischer Neutralität und auf der anderen Seite politischer Solidarität. Und das ist in Österreich nicht neu, sondern es gibt es. Und zwar nicht nur politisch, sondern wir haben auch neben unserem Neutralitätsgesetz ein sogenanntes Solidaritätsgesetz im Verfassungsrang, das es ermöglicht, auch im Rahmen der Europäischen Union solidarisch zu sein. Und das ging ja auch gar nicht anders. Wir können nicht Mitglied einer so großen Institution sein wie der Europäischen Union und alle Vorteile genießen und auf der anderen Seite so tun, als würden uns ganz wesentliche Fragen wie etwa die Sicherheit überhaupt nichts angehen. Und insofern gibt es eben diese Regelung. Das ist nicht allen bewusst und es wird natürlich auch immer wieder versucht, hier politisch Kapital daraus zu schließen. Insgesamt muss man sagen, ist die österreichische Neutralität immer ein Produkt des Kalten Krieges gewesen und hat im Wesentlichen mit dem Ende des Kalten Krieges auch ihre Funktionen erfüllt und verloren. Das heißt, Sie würden es streichen? Ich glaube, dass man aufgrund der österreichischen Verfassungslage nicht einfach mit einem Handstreich darüber gehen kann, sondern anders als in Schweden und in Finnland braucht man ja in Österreich eine Zweidrittelmehrheit, um derartiges zu verändern. Die ist nicht in Sicht politisch gesehen.
weil der Großteil der österreichischen Parteien sich noch gar nicht in diese Richtung bewegt hat. Das war in der Vergangenheit auch keine große Notwendigkeit. Wir hatten eine Phase vor dem Beitritt zur EU, wo wir darüber diskutiert haben. Und damals hat es auch eine Veränderung gegeben, eben im Sinne dieses Solidaritätsgesetzes und gleichzeitig eine Beschränkung der österreichischen Neutralität auf im Wesentlichen zwei Komponenten, das heißt keine Teilnahme an einem Krieg und nicht Mitgliedschaft in einer militärischen Allianz, beziehungsweise als drittes noch keine Errichtung von militärischen Basen anderer Mächte in Österreich. Daran haben wir uns gehalten. Alles andere ist nicht nur möglich, sondern sogar wünschenswert, denn sonst würden wir uns aus der Gemeinschaft ja in Wirklichkeit hinaus reklamieren. Und ein Gemeinschaftsmitglied, das nur die Vorteile genießen möchte, aber dann, wenn es darum geht, zusammenzustehen, zu sagen, das geht mich alles nichts an, das ist sicherlich nicht das beste Mitglied. Und ich glaube, das sollte auch nicht in unserem Interesse liegen. Ja, aber Schweden und Finnland haben ihre Neutralität über Bord geworfen und sind in die NATO oder wollen zumindest volles Mitglied der NATO werden und somit ein wichtiges Mitglied im Ring gegen Russland. Also würden Sie das auch für Österreich wünschen, dass Österreich ein Mitglied der NATO wird? Das ist sicherlich richtig, was Schweden und Finnland betrifft. Man muss dazu sagen, dort gab es allerdings verfassungsmäßig eine andere Ausgangslage. Das heißt, das war nur ein politischer Beschluss, der mit einer einfachen Mehrheit zu verändern war, aber trotzdem natürlich große Diskussionen hervorgerufen hat. Denn Schweden war durch 200 Jahre hindurch ein neutrales Land. Das wirft eine derartige Position, wirft man nicht von einem Tag auf den anderen über Bord. Es hat seine Position insofern verändert, auch die Bevölkerung mit einer mehr als zwei Drittel, circa 70-prozentigen Zustimmung in beiden Ländern jetzt, weil man erkannt hat, dass natürlich gegen einen riesigen Gegner, wie es Russland darstellt, den man in der Nachbarschaft hat, nur das Zusammenstehen hilft, die Neutralität nicht hilft, sondern nur der Schutz der großen Gemeinschaft wirklich zählt. Und insofern war das eine ganz konsequente und richtige Entscheidung. Für Österreich kann man sagen, wir sind Gott sei Dank in einer etwas besseren Ausgangssituation. Das heißt, es gibt keine unmittelbare Bedrohung an unserer Grenze, wie das in Finnland oder in Schweden der Fall ist. Aber natürlich muss man auch angesichts der jetzigen Situation darüber nachdenken, welchen Sinn, welche Aufgabe die Neutralität noch hat und ob es nicht einen größeren Schutz gibt innerhalb einer Gemeinschaft, beziehungsweise ob man nicht innerhalb eines größeren Verbundes die europäische Sicherheitspolitik besser beeinflussen kann. Und das müsste eigentlich das Ziel der österreichischen Politik sein. Ja, das war Werner Fasselamt zu ein Jahr Ukraine-Krieg, Spione in Österreich und vor allem, wie die Verteidigungspolitik in Österreich in Zukunft aussehen soll. Danke vielmals. Bitte gerne.